und herzlich willkommen, liebe Rumfreunde, hier bei den Rum Diaries. Mein Name ist Thomas Thiemeier und ich begrüße euch ganz herzlich hier bei mir auf dem roten Sofa, um mit mir zusammen einen neuen Rum zu probieren, wie jeden ersten Freitag im Monat. Und da steht er schon. Ein Rum von der karibischen Insel Barbados. Hier die Karte, hier ganz im Osten gelegen, noch östlich der französischen Antillen. Eine Insel, die für ihre Rum-Destillerien bekannt ist. Vielleicht die bekannteste wäre die Foursquare Distillery, aber auch die Destillerie, die für diesen Rum verantwortlich zeichnet, ist durchaus bekannt. Es handelt sich um die West Indies Distillery, die heute dem französischen Cognac-Hersteller Ferrand gehört. Und Ferrand macht es so, dass sie ihre alten, gebrauchten Cognac-Fässer in die Karibik verschiffen, um dort den Rum nachzulagern, oder ganz im Gegenteil auch noch, dass sie den Rum aus der Karibik nach Europa, nach Frankreich transportieren, um ihn dann hier vor Ort teilweise nochmal in Cognac-Fässern nachzureifen. Also so ein Geben und Nehmen zwischen Ferrand und der West Indies Distillers, den West Indies Distillers. Ja, und der Rum, den ich euch heute mitgebracht habe, ist 16 Jahre alt und er stammt vom unabhängigen Abfüller The Rum Cask aus Pirmasens, die übrigens auch sehr, sehr schöne Whisky-Abfüllungen machen, unabhängige Abfüllungen. Da nennt es sich dann allerdings The Whisky Cask, also nicht allzu schwierig. Und ich habe hier von Rum Cask schon etliche probiert, die mir alle sehr, sehr gut gefallen haben. Das Besondere an diesen Abfüllungen ist, sie sind naturbelassen und in Fassstärke abgefüllt. So, deswegen nehme ich auch nur ein bisschen. Ich halte euch mal die Flasche hier in die Kamera. So sieht sie aus. Das klassische Design von The Rum Cask. Halbliterflaschen, das muss man dazu sagen. Also ein bisschen weniger drin als in den handelsüblichen Flaschen, aber das Design dafür sehr, sehr schön. Denn es gibt auch einige Informationen darauf. Also hier kann man also lesen, von der Insel Barbados, ein Single Cask Rum. Das heißt, hier wurden nicht mehrere Fässer miteinander verschnitten, sondern der enthaltene Rum stammt aus einem einzigen Fass. Das bedeutet natürlich auch, es handelt sich um limitierte Auflagen, um limitierte Ausgaben, im Schnitt so um die 200 Flaschen oder so kommen am Schluss dabei raus. Aber es ist natürlich kein Problem, weil es gibt immer wieder Neuauflagen, dann sind es halt andere Fässer. Destilliert wurde also meiner im Jahre 2000 und auf die Flasche gefüllt, rein rechnerisch, und das stimmt auch, 2016, also ein 16 Jahre alter Pot Still Rum. Limited Edition, Cask Strength mit 57,6 Volumenprozenten Alkohol. Da geht mein Blick gleich nach hinten. Da hole ich mir mein kleines Wasserfläschchen, denn den werde ich nicht unverdünnt genießen. Ein paar Tropfen Wasser müssen da auf jeden Fall ran und man sieht schon direkt, wie er ölige Schlieren zieht. Das ist ganz wunderbar anzuschauen. Die Farbe natürlich naturbelassen, ungefärbt, ungefiltert, und man sieht, die sind gar nicht so dunkel. Die normalen Rums, die man so im Handel bekommt, sind ja immer so herrlich dunkel. Ne? Das ist alles Fake, das ist alles Augenwischerei, das ist alles Zuckercouleur E150A. So sieht ein 16-jähriger Rum aus, wenn er nicht nachgefärbt wurde. Und natürlich auch nicht nachgezuckert. Das ist ja schon das zweite große Thema, weswegen Rum immer so ein bisschen in Verruf geraten ist. Denn viele der großen Rumhersteller zuckern hinterher massiv nach. Und da kriegt man richtige Liköre, bei denen man denkt, oh, wie wunderbar und so. Ja, nichts wunderbar. Das ist alles gefaked. Zucker intensiviert Aromen, und mit Zucker kannst du auch einen minderwertigen Rum noch auf so ein gewisses Level hochheben. Also bitte, bitte, liebe Rumhersteller, lass das mit dieser Nachzuckerei. Sollen die Leute doch zu Hause selber nachzuckern, wenn ihnen der Rum nicht süß genug ist. Aber diese süße Plempe, die da teilweise verkauft wird, die kann echt kein Mensch trinken. Kann man bestenfalls in Cocktails reinschütten. Aber wahre Rumgenießer wollen natürlich ihren Rum pur genießen. Straight, wie es so schön heißt. Auch ohne Eis. Und ja, ich bin schon mächtig gespannt, was der hier zu bieten hat. Wie gesagt, Rum Cask hat mich bisher noch nicht enttäuscht. Da gab es einige sehr eigenwillige und sehr interessante Abfüllungen. Mal schauen, wie der hier ist.
eine schöne, fruchtige, würzige Note. Banane, Aprikose, reif, richtig reif. Vanille dazu, wie immer, klar. Und einen zarten Anflug von Eiche. Aber der Schwerpunkt liegt einfach auf einer hohen Fruchtigkeit. Und zwar reife Früchte, massiv reife Früchte. Toll. Ja, probieren wir mal. Klasse, klasse, klasse. Wie gesagt, eine gewisse Süße hat er, aber die stammt nicht aus Nachzuckerung, sondern aus den Fässern. 16 Jahre amerikanische Weißeiche, ausgekohlte Eichenfässer. Da wird ja die Stärke im Holz zu Zucker umgewandelt. Die wiederum geht dann in das Destillat hinein. Das ist die Süße, die man hier drin findet. Und dann dieses Aroma. Also, das ist so komplex, das ist ungeheuer schwer zu beschreiben. Ich versuch's trotzdem mal. Holzaromen, aber Edelholz, Mahagoni, irgendwas in der Richtung. Dann eine Vanillesorte, die ich schwer zuordnen kann. Das ist keine normale Bourbon-Vanille, sondern vielleicht eine Vanille, wie sie von Madagaskar stammt oder so. Würzig also, nicht süßlich. Dann frisch gemahlene Kakaobohnen. Eine herbe Nussigkeit, wie sie von frisch gemahlenen Kakaobohnen stammen könnte. Und dann ist da ein Aroma drin, ein Kraut, ein Gewürz, das so ein bisschen in Richtung Menthol geht. Ich weiß nicht, was das ist. Kampfer vielleicht. Könnte es Kampfer sein? Es hat wirklich so eine kräuterige, aromatische Note von ätherischen Ölen. Ganz was Besonderes, ganz was Eigenes. Muss ich nochmal probieren. Doch, das passt. Kampfer. So ein bisschen in die Richtung. Und ich bin ja Maler und Illustrator. Auch einen gewissen Anflug von Terpentinöl. Nicht, dass ich jetzt Terpentinöl getrunken hätte, aber ich weiß, wie es riecht. Ich mag diesen Geruch sehr, wenn er nicht zu penetrant ist. Und auch den finde ich hier wieder. Diese leichte Note von Terpentin. Alles zusammen. Komplex, verwoben, vielschichtig. Ein Rum, bei dem man ungeheuer viel entdecken kann, für den man sich auch Zeit lassen sollte. Das ist tatsächlich wieder mal ein Rum, der mich als Whisky-Kenner unglaublich anspricht, weil er einfach zeigt, was Rum kann. Und dass es mehr ist als einfach nur süß und dunkelbraun. Ne? Ganz, ganz toll. Sehr, sehr schön gemacht wieder. Finish brauche ich gar nicht drüber zu reden. Ewig, endlos. Wundervoll. Wärmend, würzig. Auch hier noch diese leichte Fruchtigkeit. Auch hier noch dieser Anflug von Kakaobohnen. Oh, also wirklich ausgezeichnet. Es ist tatsächlich so, wie sich immer bestätigt, wenn man richtig interessanten, naturbelassenen Rum haben möchte, dann muss man sich an unabhängige Abfüller wenden. Das findet man selten bei den großen Produzenten. Die großen Produzenten, die nur auf den Massenmarkt schielen, die färben, die filtern, die zuckern, was das Zeug hält. Und das Ergebnis schmeckt dann auch irgendwie immer gleich. Das ist auch so dieses Klischee Rum. Ja, Rum, kennt man einen, kennt man alle. Nein, nein, Leute. Lasst euch mal von so einem inspirieren. Schaut euch mal so einen an, probiert den mal und dann sprechen wir uns wieder. Rum kann so viel mehr. Und deswegen mein dringender Appell, wie gesagt, schaut mal abseits der gängigen großen Anbieter, schaut mal zu den Unabhängigen rüber und probiert da einfach mal was. Lest mal ein bisschen im Internet darüber. Es gibt ja da durchaus Rezensionen oder schaut euch hier bei mir die Tastings dazu an. Und dann traut euch mal, die sind nicht billig, das sage ich gleich. Auch der um die 50, 60 Euro für einen halben Liter ist natürlich eine Investition.
das muss man sich einfach mal trauen, aber ich rate euch dringend, wenn ihr Whisky-Fan seid, dann auf jeden Fall lieber so einen als ein Zacapa oder was weiß ich, wie sie alle heißen, Plantation und so, die nicht. Ja. Da werdet ihr nur enttäuscht sein. Probiert so einen. Ne? So, und jetzt Wertung. Oh, Barbados, 16 Jahre. Ich finde den so fantastisch. Na. Kriegt er von mir auch eine fantastische Wertung. Ich gebe dem 96 von 100 Punkten. Der bringt alles mit, was ich mir von einem spannenden Rum erwarte. Tja, wie sieht's bei euch aus? Schon mal probiert? Habt ihr schon mal was von einem Unabhängigen getestet? Wie sind eure Erfahrungen damit? Schreibt mal unten rein, interessiert mich. Und ansonsten danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Monat wiedersehen. Unten könnt ihr abonnieren und dann gibt es garantiert wieder ein spannendes Rum-Tasting. Macht's gut, bis dann, tschüss.